Das Sommerloch ist endlich vorbei und demnächst kommen wieder richtig gute Filme ins Kino. Zumindest in den nächsten Wochen, Monaten und sogar am Anfang des nächsten Jahres kommen zwei Filme, auf die ich mich sehr freue. Und alle sind so ein Zufall, basierend auf Büchern. Und deswegen stelle ich euch heute mal vier davon vor und rede mit euch ein bisschen über Buchverfilmung. Und zwar beginne ich mal bei den Filmen, die als letztes erscheinen werden, nämlich Anfang nächsten Jahres. Aber das sind schon gleich zwei Knüller, wenn ihr mich fragt. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und zwar als erstes die Bücherdiebin, The Book Thief von Markus Zusak. Erst vor ein paar Tagen ist der allererste Trailer dazu im Netz aufgetaucht und ich habe ihn gesehen und hatte sofort Gänsehaut. Das wird, glaube ich, grandios. Geniale Schauspieler und die Story ist ja sowieso gut. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, wie ich über dieses Buch geschwärmt habe hier auf dem Kanal. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher und Markus Zusak ist einer meiner absoluten Lieblingsautoren. Also wenn es möglich ist, sich in einen Menschen zu verlieben, nur aufgrund seiner Schreibweise, dann würde ich sagen... von daher die Bücherdiebin. Eine etwas... traurige Geschichte, na was heißt etwas traurig, sehr traurig, melancholisch, aber auch wunderschön und ja, wer sich dafür interessiert, der hat da bestimmt Spaß dran. Es ist eigentlich ein ganz normaler Roman, es geht um ein Mädchen, das zur Zeit des Zweiten Weltkrieges lebt und das in eine Art Pflegefamilie, Adoptivfamilie kommt und dort erzählt, wie sie diese Zeit des Zweiten Weltkrieges wahrnimmt. Ein bisschen Fantasy-Elemente sind schon drin, denn der Erzähler dieser ganzen Geschichte ist niemand geringerer als der Tod höchstpersönlich. Sieht man auch schon am Cover, das ist der Tod und das ist Liesel, die Protagonistin. Und ja, Markus Zusak hat bestätigt, dass auch im Kinofilm der Tod die erzählende Rolle übernehmen wird. Ich bin also sehr, sehr gespannt, wie das umgesetzt ist. Aber ich glaube, es kann gar nicht schlecht werden. Bei den Schauspielern, bei der Geschichte muss der Film genial werden. Natürlich werde ich euch, damit ihr auch mal einen kleinen Einblick habt zu allen Büchern, die jetzt hier verfilmt werden, über die ich erzähle, werde ich den Trailer, sofern er vorhanden ist, unten in der Infobox für euch verlinken. Dann könnt ihr euch die auch anschauen. Ja, die Bücherdiebin. Falls ihr es noch nicht gelesen habt, solltet ihr es auf jeden Fall machen, bevor der Film kommt, weil dieses Buch ist genial. Ich habe tatsächlich angefangen zu weinen in der Straßenbahn und das schaffen wenige Bücher. Ebenfalls eine eher traurige, aber gleichzeitig wirklich schöne Geschichte, die 2014 ins Kino kommt und auf die ich mich sehr freue, wird The Fault in Our Stars oder auf Deutsch Das Schicksal ist ein mieser Verräter von John Green. Auch hier habe ich, glaube ich, schon eine Rezension auf dem Kanal zum Buch gemacht. Da geht es um ein krebskrankes Mädchen, das sich in einen krebskranken Jungen verliebt. Und naja, die ganze Zeit steht natürlich die Frage im Raum, hat Liebe überhaupt einen Sinn, wenn man dem Tod geweiht ist? Und dieses Buch erzählt wirklich wunderschön über das Leben, über die Liebe und darüber, wie man seine Zeit noch sinnvoll verbringen kann. Und hier ist leider noch kein Trailer zu raus, aber es sind schon die Schauspieler, wurden schon teilweise festgelegt. Da bin ich sehr gespannt, denn die Hauptrolle ist hier besetzt mit der Schauspielerin, die auch in The Secret Life of the American Teenager die 15-jährige Teenie-Mutter gespielt hat. Und ich finde ja, dass sie ein unglaublich niedliches Gesicht hat. Sie sieht immer so unglaublich unschuldig und brav aus. Und irgendwie, finde ich, passt das unheimlich gut zum Buch. Da ist die Besetzung meiner Meinung nach grandios. Ich bin also sehr, sehr gespannt auf den Film und eigentlich kann 2014 gar nicht früh genug kommen. Dann kommt 2014 noch ein Film, der schon jetzt gehypt wird wie das neue Twilight und die neuen Hunger Games. Es handelt sich um eine Dystopie und sehr actionreich, sehr brutal, aber auch eine unglaublich spannende Geschichte, nämlich Die Bestimmung, auf Englisch Divergent. Der Trailer ist erst gerade vor ein paar Tagen das erste Mal öffentlich gemacht worden und schon jetzt überschlagen sich ja die positiven Meinungen dazu. Ich habe, glaube ich, noch von niemandem irgendwas Schlechtes gehört. Von daher abwarten.
Was ich ja ein bisschen dubios finde, ist, dass hier in dieser Geschichte, wo es nun sehr actionreich zugeht, die Protagonistin tatsächlich als mit der gleichen Schauspielerin gecastet wurde, die auch in The Fault is Our Stars, also Das Schicksal ist ein mieser Verräter, die Hauptrolle spielt. Und wie gesagt, die hat ein sehr liebes, braves Gesicht und da bin ich mal sehr gespannt, wie sie es schaffen will, in dem Film ein toughes Mädel darzustellen, das auch schon mal anderen die Nase bricht und nicht lange diskutiert. Aber vielleicht ist sie ja wandlungsfähig. Ich lasse mich auf jeden Fall gerne überraschen und im Prinzip ist es auch nicht so, dass ich sagen würde, ich hatte schon mal, dass mir ein Schauspieler den Film total versaut hat bei einer Buchverfilmung, weil ich habe ja eh durchs Lesen mein eigenes Bild im Kopf und diesen Film sehe ich dann eher als Ergänzung und nicht als etwas, was mir meine eigene Vorstellung ersetzen kann. Jetzt kommen wir zu dem Film, der demnächst anläuft und zwar diese Woche schon, nämlich City of Bones, der erste Teil der Mortal Instruments-Reihe und da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich habe bis jetzt erst das erste Buch gelesen und das zweite, es ist ja eine Reihe, ich glaube mittlerweile gibt es 5 Bücher, ich bin nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall einige und ich fand das erste Buch unheimlich gut, habe es blöderweise nicht geschafft, mir sofort den zweiten Teil zu kaufen, habe es dann irgendwie vergessen und den erst ein Jahr später gelesen, weshalb ich schon überhaupt nicht mehr durchblickte, worum es eigentlich ging. Aber es hat mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen. Zumindest das erste Buch. Beim zweiten muss ich halt, glaube ich, nochmal einfach von vorne weglesen. Und auch hier ist es ja eine Fantasy-Geschichte. Da habe ich meistens ein bisschen Angst, dass die Effekte so billig wirken, dass, naja, der ganze Film versaut wird. Weil sowas kann man sich natürlich leichter im Kopf vorstellen, als es wirklich auf einer Leinwand umzusetzen. Trotzdem, ich glaube, die Schauspieler sind sehr gut besetzt. Mit mir darf wirklich niemand über Jonathan Rhys-Meyers diskutieren. Denn der ist meiner Meinung nach der perfekte Bösewicht. Das habe ich so in meinem Kopf, seit ich The Theodores gesehen habe. Und absolut genial. Ich glaube, ich gehe allein wegen dem in den Film. Ich gebe es zu. Und ja. Vielleicht noch eine Neuigkeit, ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber demnächst wird es hier auf dem Kanal zum Filmstart, zum Buch auch noch eine schöne Aktion geben, welche sage ich natürlich noch nicht. War da was? Nein, da war nichts. Gut, ihr könnt mir ja mal sagen, auf welche Buchverfilmung ihr euch freut. Ich weiß ja zum Beispiel, dass auch gerade schon Feuchtgebiete im Kino läuft. Ein Buch, was ich nie gelesen habe und wo auch der Film mich jetzt nicht unbedingt reizt. Obwohl ich sagen muss, dass ich es unfassbar lustig finde, dass in den Zeitungen berichtet wird, dass bei der Premiere Leute im Kinosaal umgekippt sind, weil der Film so unfassbar eklig ist. Aber gut, jedem das seine. Wenn ihr den Film noch sehen wollt, dann könnt ihr mir ja mal sagen, warum. Und wenn ihr ihn schon gesehen habt, wie ihr ihn fandet. Wie gesagt, ansonsten schreibt mir in die Kommentare, auf welche Buchverfilmung ihr euch freut. Ich bin jetzt erstmal wieder raus, denn ich habe noch was zu tun. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag wieder, wenn ich es schaffen sollte, ein Video zu drehen. Ich verspreche nichts, ich versuche es aber, ganz ehrlich. Und habt bis dahin noch eine schöne Woche und macht's gut.